Hallo und herzlich willkommen zu ARK, meine lieben Freunde. ARK! ARK! Ja, und zwar geht's bei Rivano weiter. Rivano ist dabei, Entschuldigung, ich bin der Onkel. Rivano Hallo! Ist dabei. Ah, total verhunzter Anfang wieder hier. Und zwar geht's bei Rivano weiter, wie gehabt. Bei mir habe ich mich jetzt entschlossen, auch eine Aufnahme mitzumachen. Und dieses Projekt auch mit hochzuladen. Das heißt, ihr könnt jetzt meinen Blickwinkel auf meinem Kanal sehen, DemosCheckIP. Oder halt eben seine Ansicht auf Rivano. Müsst ihr mal gucken, ist verlinkt. Und unten außerdem in der Videobeschreibung ist sein Kanal, sowie auch bei ihm mein Kanal. Ja, wir starten jetzt hier. Ich habe das Ganze auf Medium gestellt. Das hat Rivano auch, weil das Spiel eben noch Performance-Probleme hat. Und ich möchte hier keine sinnlosen Ruckler drin haben. Und es sieht ja trotzdem noch ganz angenehm aus. Und sobald das Spiel wieder die Performance bietet, richtige Performance bietet, werden wir das natürlich umstellen. So, ihr seht Level Up. Ich stand jetzt hier die ganze Zeit nur am Strand, habe auf Rivano gewartet und haben Level Up bekommen. Dann werden wir das auch gleich mal nutzen, würde ich sagen. Ich habe auch Level Up. Gleichberechtigung vom Rumstehen, weißt du? Ja. So, ich bin jetzt direkt hier schön am Sammeln, aber wir sollten uns auf jeden Fall gleich erstmal suchen. Und mal schauen, wie wir es heute so schaffen. Und für die Leute auf meinem Kanal, die das noch nicht kennen, das Spiel, das ist ein Enddinosaurier. Wir kommen ja irgendwie als, was weiß ich, auf die, das ist meine Kerl, den musste ich da herstellen. Also die sehen eigentlich alle gleich aus. Du kannst einfach bloß den Körper und ein bisschen Gesichtsstruktur und so ändern, aber ansonsten sehen die alle gleich aus. Wir kommen ja auf einen Planeten voller Dinos und müssen uns jetzt hier halt absurviveln. Also Survival leben. Überleben, ne? Und dann kriegt halt Level. Genau, man kriegt halt hier Levelabstiegs, Aufstieg, da kannst du dann hier Gesundheit, Stamania, dann deine Luft, die du unter Wasser hast, dann Essen, Trinken und das ganze Gedöns kannst du alles mit immer einen Punkt erhöhen und kriegst dann hier immer Sachen, die du dann craften kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Hose freigeschalten. So, und die haben wir dann hier im Craft-Menü und da kann man die ganzen Sachen dann craften. Und dazu braucht man dann halt Stoffe oder halt Materialien, die hier rumliegen. So, mal kurze Erklärung für die, die es noch nicht kennen, die bei mir hier das erste Mal das Spiel reinschauen. Und alles hier, wie ihr seht, im Dino-Zeitalter, seht ihr gerade nicht, weil doch, da drüben schwimmt ein Fisch. Nee, das ist so eine Schildkröte, Dino-Schildkröte. Ja, Early Access, alles noch ein bisschen auf Anfang, aber geil. Echt geiles Spiel. So, wir sind jetzt hier an derselben Stelle. Jetzt habe ich ja schon die ganze Zeit gequatscht hier. Wir haben ja natürlich jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hier in dem Spiel. Und somit können wir so ein bisschen Material bekommen. Am Anfang schlägt man halt auf die Sachen ein. Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall gleich erstmal eine Axt oder so. Haben die ein Bloodpatch was? Du bist ja jetzt in derselben Region wie ich, also müsstest du ja hier eigentlich sein. Setsch brauche ich. Ja. Ich bin hell. Ja. Das hat mich nicht, dass man sich findet hier. Was sehe ich denn? Ich schaue mich mal kurz um. Ich sehe einen dicken, fetten Fisch, der ganz nah am Ufer ist. Ja, den sehe ich auch. Der fetzt sich gerade in der Schildkröte. Genau, ja, ich sehe dich. Ich habe dich gerade gesehen. Du bist da hingerannt. Yay, Onkel. Der Dino-Onkel. Jo, ich laufe gerade auf dich zu. Ach doch, alles klar. Hüpf mal, jo. Genau. Warte, bevor du wegrennst, nehmen wir uns erstmal im Team auf, damit ich dich sehe. Gucken wir mal ganz kurz hier. Achso, warte, das muss ich noch erstellen. Moment. Man kann hier nämlich auch dann seinen eigenen Tribe erstellen. Den nenne ich jetzt, jetzt heiße ich natürlich GamersCheckIP, verdammt. Nein, liebe Leute, die Tiere paaren sich gerade nicht, auch wenn die Schildkröte auf den Rücken rumhüpft. Nein. So, okay, ich habe jetzt hier eine Tribe erstellt. Jetzt tue ich den lieben Rivano anklicken und tue ihn rekrutieren. Achso, ich muss erst mal warten. Warte, Moment. Jetzt habe ich dich rekrutiert. Da hinten ist ein fetter Flugsaurier. Bin ich jetzt schon, aber ich sehe dich nicht. Muss ich da nicht irgendwas annehmen? Du musst bei mir. Ich guck mir gerade an, wie die Haare. Ja, komm mal her da. Der schnappt dich mit einem Biss. Komm weg da. Ich kenn dich, vielleicht bist du wieder tot. wenn der Hai dich frisst. Arr. Der macht dann. Ja, mach lang das eh und komm in meine. Ey, du weißt, ich klick den an und der kackt erstmal. Ja, das ist mit dir nicht richtig, Häufchen. Ey. Das ist mein Häufchen. Boah, hast du vor Freude hast du einen abgelassen, ne? Oh, ist er nicht toll. So, bin ich jetzt. Du schon ein T-Shirt an. Ja, weil ich gut bin. Wie, weil du gut bist? Ja, weil ich gerade gesammelt habe, die ganze Zeit gequatscht das und dann habe ich. Ey! Alter, ich raste aus hier, ich geb dir eine, du. Warte mal. Ja. Du hast eine total blutige Fresse jetzt. Aua! Und du hast einen blutigen Arm, so. Hau ab!
So, jetzt lass mich doch mal überein hier. Hab ich dich doch. Du musst bloß annehmen. Da ist nichts. Mach nochmal. Du musst lang E drücken bei mir. Hab ich. Und dann steht da Gamercheck LP2. Hab ich. Und dann drücke ich da drauf. Warte. Und dann kommt aber nichts. Du hast mich wieder deinen verfickten Treib eingeladen. So, jetzt habe ich dich eingeladen. Jetzt müsstest du die Auswahlmöglichkeiten haben. Ah, Murder, das hier, ne? Oder Rekrutiert, das hier muss ich, oder? Bin ich jetzt drin? Du musst zu Gamercheck LP kommen. Warte mal. Bleib doch mal bei mir, Mann. Kommt da was? Nein. Also ich hab da, bei mir stand da auch nichts, mein Gott. Das ist zu blöd hier reinzukommen. Jetzt hör doch mal auf, über mich und deinen Scheiß, ich will da nicht hin. Ich will doch, du bist drin, da ist jetzt grün, so muss das, so jetzt komm. Okay, da bin ich jetzt bei... Siehst du, bist jetzt bei mir drin. Ja, jeder weiß eh was Gutes, ne? So, jetzt können wir erstmal sammeln. Cool. Ihr seht schon, liebe Leute, die Qualität ist sehr, sehr geil auch. Das Bild, das sieht sehr geil aus. Und wie gesagt, die arbeiten täglich dran. Die bringen immer wieder Updates raus. Mit Verbesserungen gehe ich mal ganz stark von aus. Und ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis es perfekt ist. Aber es ist schon spielbar. Es ist sehr spielbar, ja. Ja, es macht riesen Spaß. Das ist es. Das macht echt. Ja, es ist einen mega Spaß. Wir können ja heute auch mal irgendwas bauen oder so, wenn wir das schaffen. Hätte ich auch nichts dagegen. Na, ich würde erstmal die Grundbedürfnisse stillen, wie Klamotten, Essen, Trinken und dann. Und sehen töten, Dinos sehen. Ich würde gerne T-Rex beobachten. Da habe ich genug Snatch. Ich weiß nicht, was du davon hast, ständig einen T-Rex beobachten zu wollen. Ich weiß nicht, was du davon hast. Ein T-Rex ist mein Lieblingsdino. Und der ist süß und der möchte ich gerne beobachten. So, ich habe jetzt die Picke gebaut und damit kann ich jetzt picken. Damit kann ich mir dann picken. Kann ich mir jetzt Flint holen und dann kann ich die letzten Waffen bauen und dann geht's gut ab hier bei mir. Drücke nun die Taste. Ihr seht schon, riesengroßer Knüppelstein hier. Und den hau ich jetzt weg. Bam. Ja, da gibt's Flint. Alter, ich mach die ganze Zeit hier. Der Berg weg. Der hat sich gerade in Luft aufgelöst. Ich sammle doch die ganze Zeit die Scheiße. Was macht er? Ich sammle doch die ganze Zeit die Scheiße und ich hab nichts. Das steht bei mir im Inventar. Der Onkel. Aber ich krieg dein Level ab. Juhu. Ja. Ui, normal sind die Dinger auseinandergebrochen, aber in diesem Bad lösen die sich einfach auf. Ist auch recht. Was? Hier die Steine. Normalerweise wir haben auch Glück, dass wir jetzt so. Also wir wollen jetzt auch versuchen, dass wir immer auf dem Server bleiben, weil wir wollen hier. Uns eine Behausung bauen und wir wollen uns jetzt hier richtig einnisten. Eine richtige und Base. Deswegen haben wir uns diesen Favoriten, diesen Ort, diesen Server hier favorisiert. Aber es kann natürlich immer wieder sein, dass die Server verschwinden, weil die offiziellen Server sind strunzvoll. Da kommt man nicht drauf. Wir haben jetzt inoffizielle Server und da kann es natürlich passieren, dass die auch auf Dauer sag ich schon, dass die irgendwann weg sind. Und dann. Rivano ist in den Bäume fallen. Ja, ich rüste mich ja übelst aus. Ich werde ja der übelste Aufster. Ich habe schon alle Waffen jetzt. Und ich bin ziemlich glücklich darüber. Oh, was ist jetzt? Bei mir hängt's. Ah, jetzt geht's weiter. Boah, ich hab ja auch gerade bei mir gehangen. Lass mich nicht in Ruhe, lieber Server. Ah, ihr seht, liebe Leute, wenn kannst du auch mal im I drücken. Hast du auch den Rucksack im Inventar? Nicht Rucksack, sondern den Sattel für so ein Tier. Ja, Parasolophus. Which is too wide in the style. Kann man auch noch im Laufe des Spiels machen. Da kann man so ein. Hier haben wir jetzt halt so ein Parasaurus. Den kann man dann zähmen und das machen wir dann alles. Und dann kann man den sogar reiten. Aber das erst später. Erstmal, wie gesagt, rüsten wir uns auf. Und ja. Auf jeden Fall. Und ich habe ein Level up. Okay, dann machen wir mal. Zuhauen. Ich mache das jetzt alles nacheinander weg. Ich habe das am Anfang immer sehr, sehr, sehr durcheinander gemacht. Ich mache ja alles nacheinander weg und baue mir das alles nacheinander weg auch auf. Upsala, falscher Knopf. Oh, Setch und Hide. Hier brauchen wir Fieber, hier brauchen wir noch Tetch. So. Sammeln kann man nur, wenn man die Waffe aus der Hand tut. Das habe ich auch erst später gesehen. Aber deswegen holen wir uns jetzt erstmal die Bäume weglöschen. Ja, am Anfang muss man sich halt erstmal ausrüsten, ne? Was man so macht, wenn man gerade irgendwo gestrandet ist. Und dann werden wir natürlich die Insel erkunden und geeignet. Ach, hab ich das schon gebaut? Oh, gut. Uns einlisten. Jetzt habe ich zwei solche scheiß Pickaxe. Ja.
Ja, und ihr solltet das nicht tun, was der Onkel macht. Nehmt euch ein Beispiel, nehmt euch ein Beispiel. Ja gut, da kannst du eine Axt, kannst du halt werfen, weißt du? Ob das Vieh an, da kannst du erstmal gegenwerfen. So, ich brauche 21 Fieber. Ach, Fieber, ich sammle die ganze Zeit das Falsche. Ja, ich mache auch alles richtig. Ja, ihr seht schon, die Mutantenschildkröten da hinten, die werde ich gleich erledigen. Weil davon kriege ich nämlich übelst Hide und ich brauche nämlich den Hide Tower. Mir fällt gerade noch was ein. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Moment, achso, dann nimmst du nicht mehr auf. Ach, scheiße. Weil ich habe nämlich bei Rivano gemerkt in seinen Aufnahmen, dass ich ziemlich spät anschalte. Ich wollte eigentlich meine Sensibilität ein bisschen im Teamspeak runterdrehen, aber dann habe ich vergessen. Naja, machst du dann beim nächsten Mal. Nächsten Mal? Okay, nächsten Mal. Mann, ich will Fieber haben und ich kriege hier nur blöde Bären. Achso, mit den Bären kann man selber essen natürlich, ja, ganz klar. Und man kann damit, wenn man Dino umhaut, kann man das damit irgendwie besänftigen, also Pflanzenfresser. Die Fleischfresser, die werden sagen, was willst du mit der Bäre? Die fressen dich dann. Hm. Aber dann müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube ja nicht dran. Aber probieren können wir es ja. Ja, wir haben jetzt auch einen etwas besseren Server, muss man schon sagen. Ja, ich kriege nur Bären, ich will aber Fieber! Ich raste aus. Ich kriege immer nur 4 oder 2, das ist mir zu wenig. So, können wir das nächste Engramm machen und zwar... Ich würde sagen, wir machen erstmal uns hier... Gehen wir kurz einmal saufen. Kleiden uns erstmal ein. Und zwar brauchen wir hier schon wieder Fieber. Ey, das ist übelst mit dem Fieber. Du musst gucken, hier ist ein bisschen warm, wenn du das Zeichen da unten hast. Einfach in Wasser springen. Ich weiß. Danach ist er wieder fit. Ja, ich weiß. Ich wollte es dir nur noch mal sagen. Vorteil. Gut, dass ich dich darauf gestern hingewiesen habe, aber... Er weist mich halt auch nochmal drauf hin. Ja. Er möchte halt in der Öffentlichkeit schlau dastehen. Ja, na, das war eigentlich für die Leute, die jetzt zugeschaltet haben. So. Ach so, gute Ausrede. Ha? Ja, dass die... Naja, ja, darum bin ich gut Ausreden finden. So. Ja, der erste Part ist halt erstmal jetzt. Jetzt müssen wir erstmal sammeln. Es wird auch sowieso die ganze Zeit viel gesammelt und viel... Und wenn wir da jetzt dann wirklich uns da noch was aufbauen wollen und so, das wird viel Sammelzeit in Anspruch nehmen. Ja, aber wir werden natürlich ein bisschen auch Abwechslung reinbringen, indem ich dann einfach mal rausrenne in die dunkle Welt und vielleicht mal einen Dinosaurier erledige. Wenn ich mehr zurückfinde, ja, kennen wir alle. Genau, stell Schilder auf. Hm. Mann, manchmal sammelt der einfach nicht Baum zu Ende, dann bleibt er einfach stehen und dann guckt der Busch mich an nach dem Motto, willst du was? Der Busch? Oh, ich hab... Ja, der Busch. Ich brauche mehr Fieber, ich weiß abkühlen. Gar nicht wofür. Ich bräuchte eigentlich. Oh, ich sehe gerade, wir haben ziemlich Hunger. Also oh, ich habe schon Bären reingeklatscht. Tun, ne? Ich habe mir schon übelst Bären reingeflissen. Oh, da ist ein Bodo! Yeah, jetzt wird gejagt, meine lieben Freunde. Die erste Jagd ist eröffnet. Das Geile ist halt hier, dass die bei anderen Spielen, dass man hier ewig lang warten muss, bis da die Bären reingefressen hat. Sondern dass du einfach drücken kannst und dann. Ja, wird das alles. Der zieht sich die rein, nochmal die Bären, du. Gummibärchen sind das für den. So, wir haben weg. Food 56%. Oh. Naja, kann man doch Bären reinklicken. Kann ich mit zwei halt was machen? Nö. Aber es kann natürlich passieren, dass wir auch umfallen, weil, Warum sollten wir umfallen? Ja, wenn du viel Bären isst, hast du halt dann doch irgendwann mal ein Problem. Ja, wenn eine giftige Bären ist. Guck, oh, ist, liebe ist Leute, ein Triceratops. Also ich versuche die meisten Dinos zu benennen, so, sonst sage ich einfach wieder hinten, seht ihr einen Flugsaurier. Aber fragt mich nie, wie der heißt. Ich glaube, es interessiert auch kein Schwein. Ach klar. Dinos sind wichtig zu benennen. Oh, ich bin umgekippt. Schauen wir uns alle Ivano? Jurassic World an. Ja. Ivano, ich lieg hier rum. Ist umgekippt? Ja. Mein Gott. Hast du wieder Herzinfarkt gekriegt? Ne? Ja, war das wieder zu wild, der Tag für dich zu aufregend? Ich habe zu viel Bären gegessen. Würdest du mal bitte zu mir kommen und mich hier mal schützen oder so? Schützen soll ich dich auch noch. Ja, aber weißt du, wo du schon wieder rumrennst, wa? Fieber brauche ich. Nee, warte, Hilfe. Ich komm. Ich werde hier gerade von Bodo attackiert. Oh. Alter, Donald Duck, hau ab. Dodo, time to die. Oh, Level 3. Ey, der ist so buggy. Der ist den Berg hochgerutscht. Ich bin unten und der rutscht den Berg hoch. Ja, genau. Wie soll ich denn da jetzt hinterherkommen? Boah, toll. Jetzt mein schönes Hide ist jetzt entkommen. Ach ja, so, dann sprinten wir mal.
zum Onkel ein, der liegt wieder voll in der Sonne rum. Wenn ich dich im Wasser lege, was sollst du dann? Nein. Ich denke, ich weiß, doch, klar. Ja? Darf ich das mal ausprobieren? Nein. Nur rein für die Praxis. Wo bist du denn? Ich liege hier vor Baumstamm, unten am Wasser. Ich weiß ja, wo du schon wieder bist. Genau, ich sehe dich gerade. Am Wasser? Nee, ich sehe dich doch nicht. Ja? Okay, ich bin am Wasser. Aber ich sehe ja keinen Baumstamm und ich sehe dich nicht. Naja, ich laufe einfach mal hier entlang. Ich sehe gar nichts. Ich seh bis ich die gefunden habe. Oh, da ist ein Dilophosaurus. Alter. Ah, ich bin wieder da. Oh, Gott sei Dank. Da ist nämlich gerade ein Dilophosaurus gekommen. Wir müssen uns mal wieder treffen. Aber ich habe jetzt gleich alles aufgebaut. Damit meine ich, dass ich meinen Armschutz habe. Dass ich meine Schuhe gleich habe. Aufbaut. Und dann bin ich gleich voll im Trend. Ja. Bin ich schon mal angezogen. Ich brauche Hide. Gleich gibt es dann Level Up. Brauche ich dann den Speer, den ultimativen Speer. Habe ich einen fliegenden Stein? So, jetzt haben wir die Schuhe. Und dafür brauche ich noch Hide, oder? Ne, beides. Gib mir die Schuhe, hä? Ich hab doch so Schuhe, habe ich noch gar nicht angezogen. Cool, ist der gerade back? Ups, oder? Ja, es war ein bisschen am Decken gewesen. Aber wahrscheinlich, weil ich auch einen Level Up bekommen habe. Ja, ich hab einen Dilophosaurus. Raw Meat und Hide. Ich brauche nämlich Hide für... Ah, einen Hut brauche ich auch noch. Ich meine, dass man hier sammeln kann, nur wenn der Axt weggelegt ist, ist ganz cool, aber ich finde es irgendwie auf Dauer so ein bisschen nervig, dass man da immer erst die Axt weglegen muss und dass man sammelt. Ach, guck mal, da ist ja Rivano. Ich habe jetzt alles... Ich habe jetzt das Feuer, ein Speer und einen Hut. Ich bin jetzt absolut ausgerüstet hier. Mega Man! Mega Man. Und Lagerfeuer kann ich auch machen. Ich brauche noch ein paar Dodos oder so. Ja, habe ich auch schon weggeknallt. Ja, jetzt sind wir dann brauche jetzt noch für meine Hände. Ey, sollen wir den Dings töten? Den Dilophos? Den habe ich doch schon getötet. Nein. Ach, den hast du schon. Sauber. Er hat mal eben Dilophosaurus getötet. Ich finde die eigentlich ganz cool, die Dinos. Halt, die spucken halt so drauf. Und dann sieht man nichts mehr. Das ist halt der Nachteil, aber sonst sind die eigentlich ziemlich schwach. Ich sammle gerade wieder meine 2000 Bären hier. Ich nicht. Bin ich wieder voll fit. Ja, es regnet, aber ich krieg davon nichts mit. Das sind alles Fleischfresser, ja. Und die hauen ab, da haben wir schon Erfahrung gemacht. Also, keine Sorge, nicht, dass ich denke, ich schaue jetzt mit der außer der Dilophos, da macht er ein bisschen Stunk. Ja, der Dilophos kann dich schon töten, wenn der gut drauf ist. Und wenn der dich ansaugt und dann um dich herumrennt und wegleckt, dann hast du keine Chance. So wie der Dodo, der vorher in den Berg hochgewandert ist. Ja, ich denke, da kriege ich einfach genug Heid von dem Vieh. Deswegen lag ich jetzt auf die Hose. Oh. Hier ist eine ganze Horde von den. Es ist halt auch noch schön, wenn die gerade so schön backig sind. Ja, schaut euch das mal an, die geilen Dinosaurier. Sehen die nicht geil aus? Also, Onkel hat mir erzählt, es gibt wahrscheinlich bald. Nee, nicht bald, es gibt schon. Fernglas? Achso, das Fernglas ist schon drin, ja. Das will ich haben, ja. Da kann man ein bisschen spannen, ja. Ich habe ein bisschen Gewicht noch, dass ich Boah, jetzt habe ich kein... Ich habe das Fleisch bekommen, aber kein Hide. Weil du bestimmt mit dem Teilchen draufgehauen hast. Du musst mit der Spitzhacke draufhauen. Nein, mit der Axt. Ah! Das sag ich doch, du musst mit der Spitzhacke draufhauen, sonst kriegst du keinen Hide. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur Angst, weil der gerade ein Flugsaurier so komisch mich angeguckt hat. Wo bist du? Du musst aber mit der Spitzhacke draufhauen und du hast gerade gesagt, du hast mit der Dings draufgehauen, mit der Axt. Ja, dann kommt doch Hide, ne? Wenn man mit der Spitzhacke draufhaust. Ach so, okay, dann habe ich falsch. Alter. So. Ja, aber letztens habe ich mit der Spitzhacke draufgehauen und tada, es kam nur Fleisch. Tada. Tada. Naja, ist ja so, okay, was brauchen wir denn noch? Wir haben jetzt das. Nehmen wir halt als die Spitzhacke, wenn der Obi-Wan, der Fürst der Dunkelheit das sagt. Wir machen uns die Handschuhe. Wir kleiden uns erstmal. Ja, die brauche ich noch. Schön in Ruhe, kleiden wir uns ein. Handschuhe, was kann ich alles zaubern? Machen das die alles schön nacheinander weg, kein Durcheinander hier. Hide.
Heiz fehlt mir noch. Give me Heiz, give me Heiz. Handschuhe auf den Kopf setzen ist dumm, oder? Kann man mal probieren. Ach, da hinten bist du, oder? Neben den Stein, ne? Oh, steh hier rum. Ja. Wie so ein Fauler. Ich bin nicht faul. Er steht da einfach rum. Ich mach mir gerade meine Sachen. So, okay. Jetzt kommen wir schon langsam zu den interessanten Sachen. Und zwar fange ich jetzt erstmal an hier mit einer Headset. Was brauche ich denn zu der Headset noch? Find. Viel Glück. Und Können. Ah, ein Dolophus. Gibt's ja auch Dodos. Boah, wir sind da schon ziemlich... Ey, die Gegend gefällt mir unheimlich gut hier. Man sieht schon. Sehr übersichtlich. Haben, haben. Da hinten ist irgendwie so ein Haus, so ein Laser. Kommen wir später auch mal hin. Schön, dass wir schön durcheinander quatschen. Anscheinend. Das ist wundervoll. Dam-dam. So. Und eine Fackel. Was kann denn die Mutantenschildkröte? Oh, Alter. Alter. Wir reden die ganze Zeit nur durcheinander, merkst du das? Mhm. Mhm. Also halt mal die Fresse. So, okay. Sprich dich aus, armer Kerl, sprich dich aus. Irgendwas Großes kommt gerade auf uns zu, aber... Was bauen wir uns denn als nächstes? So eine Wasserflasche finde ich eigentlich doof, weil überall gibt es Wasser. Lagerfeuer können wir kriegen. Können wir uns auch schön bauen, wir haben ja schon Materialien ohne Ende. Was ist denn da jetzt gerade um uns rum gewurstelt hier? Ach, ein Stegel. Stego. Ich mach das schön, wenn ihr weg, wie ihr seht. Ich such die ganze Zeit so einen übelst geilen. Boah, als nächstes wäre dann das Speer dran, würde ich sagen. Dodo. Dodo? Dodo? Oh, da hier ist auch schön Wood hier. Wood und Fieber. Wood kriegt man am besten mit der Axt, logischerweise. Ja. Und die abgestückelten Dinger können halt. Bäume fällen. Oh, jetzt ist wieder wirklich coole Qualität hier. Da haben wir ein Paras. Parasauer. Ich hab gleich das Gefühl, dass Level 47. Ja. Mal ein bisschen den Sound leiser mach. Ich glaube, du, okay. die, immer wenn ich reinhaue, übertönt und habe ich schon das Gefühl. Ich hüpfe auch die ganze Zeit wie ein Osterhase. Ja, ich weiß nicht, aber hier gibt's keine Dodos. Nur ein Dodo in der Haus. Also ja, ich bin ein bisschen spazieren gegangen. Spazieren! Wohin denn? Hier zu der kleinen hier. Zu der was? Wenn du. Da wo die vorhin gekämpft haben, die Schildkröte gegen den Hai, da musst du einfach den Strand weiterlaufen. Und zwar Richtung Gebäude, wenn du die Sicht vom Gebäude hast, so dann kommst du dahin, wo ich bin. Aber ich laufe gerade zurück. Oh, ich hab gekackt. Das ist Kacke. Ich bin jetzt bei dem weißen Streifen, der gen Himmel fährt. Direkt da dran, oder was? Ja, ja. Na, dann komme ich jetzt zu dir. Gehen wir in die Mitte. Ich renne gerade wie so ein Terminator. Ah, ich muss was essen. Meiner hat schon wieder Hunger. Von jedem drei Bären. Dam, dam. Mann, ich brauche Heid. Oh. Natürlich nicht so allein. Können wir da reinspringen in den Streifen? Nein. Ich hab dir gesagt, das sind wie Kisten, die kannst du öffnen, wenn du das richtige Level hast. Aber du hörst mir ja immer so gut zu, das ist immer so nett. Ich möchte aber diese Kiste jetzt öffnen. Kannst du aber nicht. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich dachte, du bist da. Bei dem Streifen. Ja, ich auch. Direkt daneben, oder was? Ich bin hier. Ich sehe dich. Warte. Ich bin jetzt direkt in der Bucht drin. Ja, und ich stehe oben auf dem Berg. Jo. Da habe ich auch noch... da oben, ich sehe dich. Da oben ist ein Dodo, den will ich töten. So, okay, warte mal, ihr den Dodo tötest. Bleib mal stehen, kurz.
Müssen wir nicht erstmal den Part wieder beenden. Aua. Oh, okay. Ja, das war heute mal so ein kleiner Sammelpart, Startpart. Aber wir haben uns ja jetzt erstmal eingekleidet. Jetzt bleibt doch mal stehen. Ja, ich will nur ein bisschen vom Licht weg, weil das buggt sonst. Buggt? Ja, Leggy halt. Ja, genau, haben wir heute erstmal einen kleinen Sammelpart. Ist ein bisschen, ja, Startprobleme gibt's. Startprobleme, sag ich schon. Der Anfang ist immer so ein bisschen schwer, aber jetzt geht's ja dann weiter. Morgen würde ich sagen, gehen wir dann auf Dodo-Jagd, noch ein bisschen hatched. Oder wie das Zeug heißt. Und dann sind wir eigentlich soweit wieder aufgerüstet, dass wir sagen können, wir gehen mal ins Landesinnere, gucken uns mal um, ob wir vielleicht ein schönes Gebiet finden, wo wir uns niederlassen, sozusagen. Und ja, das machen wir dann alles morgen, im nächsten Part. Und war auf jeden Fall cool heute. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wir sind raus. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja natürlich mal einen Daumen nach oben da lassen. Wenn natürlich nicht, dann halt nicht. Ihr könnt auch einen Daumen nach unten lassen. Ist mir eigentlich, ja, wie ihr das halt wollt. Und ihr könnt auch, wenn ihr richtig Spaß dran hattet, einfach ein Abo da lassen. Und das wäre natürlich richtig cool. Der Ivan steht da stockensteif wie so ein Terminator mit seiner Axt in der Hand. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Ark. Ciao. Tschüss.